Heute gibt uns ein Volvo geheime Lichtsignale. Christoph geht dem Rost an den Kragen. Hannes ist in seinem Element. Das heißt, die ganze Achse muss raus, muss überholt werden, optisch, technisch, rosttechnisch, hier oberhalb. Und Ralf sucht nach neuen Baustellen am Bulli. Die Schweißpunkte aufbohren, dass wir das Ding abnehmen können. Ja, hallo Freunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Vielen Dank für die vielen netten Kommentare in den letzten Videos oder zu den letzten Videos mit der Stop-Motion-Technik. Das hat euch doch sehr begeistert, wie ich sehe. Mich aber auch. Also das Drehen und das Schneiden ist fast einfacher als die normalen Sachen. Gerade heute zum Beispiel kommt der Christoph mit seinem Volvo 244 wieder vorbei und macht den Unterbodenschutz. Während er mit dem Nadelentroster arbeitet, ist es mir fast unmöglich, irgendwas zu moderieren und zu machen. Deswegen kommt die Stop-Motion-Technik da wirklich gut zum Tragen. Ja, dann sehe ich ja immer bei anderen YouTubern, die dann immer zeigen, was sie so alles bekommen haben und gemacht haben und so. Nicht, dass ich da neidisch bin, aber ich verfolge das schon immer sehr interessiert. Und jetzt habe ich auch mein erstes Geschenk von einem Abonnenten bekommen, ja, Erkult Berlin von dem Marc, der mir ein Wahnsinnsgeschenk gemacht hat, eine Wahnsinnsüberraschung. Ich bin im Büro an den Briefkasten gegangen, da ist ja eh kaum noch was drin, das kommt ja alles elektronisch. Und was finde ich da? Einen Reparaturleitfaden für den VW-Bus T2. Und das ist wirklich eine Offenbarung, dieses Ding. Also wir haben ja hier viele Bücher und natürlich auch die Erfahrung vom Hannes, wie man bestimmte Dinge macht. Und gerade dann sieht man so Beispiele, dass ich ja diese hintere Ecke hier, seht ihr das? Die will ich ja einsetzen. Aber ich habe ja das Problem, dass ich an dieser oberen Schweißnähte überhaupt nicht drankomme, weil ich kann ja nicht mit der Pistole in die, also mit dem Schweißpistole vorne in diese Lüftungsgitter reinkommen. Und da war die Frage, wie kann man sowas machen? VW zeigt in dem Leitfaden hier, dass man innen drin das Blech an der Kante rausschneidet und das nachher wieder gut einsetzen kann, aber dann die Möglichkeit hat, überall hier sehr gut an diese Punkte dran zu kommen, um das festzuschweißen. In diesem Buch sind wirklich, in dem Leitfaden hier, ist genannt, welche Schweißnähte, welche Blechstärke, was alles zu verwenden ist. Sind natürlich auch solche Dinge drin, dass man dann zur Kühlung an bestimmten Stellen Asbest? Brei nimmt. Das wird man heute nicht mehr bekommen können, zum Glück. Ja, und es ist wirklich wunderbar. Es zeigt wirklich genau die Sachen, die ich wissen will. Ein bisschen schade finde ich, dass die Teile nicht mehr bestellbar sind, die da drin sind, weil das sind wirklich komplette Teile. Also so wie eine komplette Seitenwand hier, ja, und sowas da. Aber es ist echt super, super klasse. Also Marc, vielen, vielen Dank. Ihr könnt ja mal auf Instagram gucken bei Erkult Berlin. Da seht ihr, der Marc hat einen T1. Einen Carmancia und einen Kübel VW. Und er wird demnächst über den T1, weil er irgendwie durch meine Videos animiert wurde, auch einen YouTube-Channel machen. Ich werde den dann sofort verlinken, wenn das erste Video online ist. Aber ihr könnt ja jetzt schon mal auf Instagram nachgucken. Also Marc, vielen, vielen, vielen Dank. Du hast mir eine Riesenfreude gemacht und es wird mir die Arbeit deutlich erleichtern. Auch die Entscheidungsfindung, wie ich manche Bleche einbaue. Ja, dann haben wir dieses Mal oder beim letzten Mal habt ihr gesehen, hatte ich ja in der Schiebetür seitlich dieses Blech eingebaut mit dieser kleinen Nase drin, das ich danach gefertigt hatte in Slow Motion, was ich jetzt nochmal ein bisschen abschleife, weil uns dieser Fingerschleifer kaputt gegangen ist. Ich habe mir jetzt einen neuen Fingerschleifer bestellt, der sieht exakt aus wie der, der kaputt gegangen ist. Den hat der Hannes auch schon wieder repariert, den anderen, ist von der Firma Stahlkaiser, hat nur 49 Euro gekostet. Bin mal gespannt, wie lange er hält, aber vom Aufbau her sieht er exakt aus wie der, der kaputt gegangen ist. Ja, mal gucken, was das Ding uns bringt. Dann schleife ich das ab vorne. Und die nächste Frage ist, ich habe euch ja gezeigt, dass wir in dieser Wulst der Tür, in der Innenseite noch so kleine Löchleins drin haben, die da durchgerostet waren. Und wo Hannes auch gesagt hat, ah, das spachtelt mal zu und ich dann auch der Überzeugung war,
Ich bin nicht ganz der Überzeugung, vielleicht mache ich den Wahnsinn und schneide dieses Blech heute nochmal raus und mache ein Ersatzblech dort rein. Ja, einfach um mehr Übung zu haben und um die Tür dann doch 1000%ig hinzukriegen. Ja, viele waren, das letzte Mal kamen wieder viele Themen auf, warum ich die Tür nicht verzinne und warum, ja, weil Zinn doch besser wäre. Und da würde ich einfach folgenden Vorschlag machen, dass ihr mir in die Kommentare mal eure ganzen Fragen zum Karosseriebau reinschreibt und ich mit dem Hannes demnächst ein Video mache, wo er einfach mal die ganzen Fragen beantwortet. Er hat ja viele Jahre Erfahrung im Karosseriebau und kann einfach da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und uns die Für und Widers erklären. Vielleicht könnt ihr ja da was mitnehmen. Also schreibt einfach mal ein paar Fragen in die Kommentare, was euch interessiert. Natürlich auch ein paar Fragen zu meiner Person, zu meinem Projekt und so. Dann können wir vielleicht ein nettes Video davon machen. Gut, dann lasst uns mal loslegen. Bevor jetzt der Christoph mit seinem Volvo kommt, da ist zum Beispiel auch Stop-Motion eine gute Geschichte bei sowas. Es ist fast einfacher beim Schneiden Stop-Motion als diese normalen Videos zu schneiden. Dann hat man so Sachen, wenn der Christoph heute mit dem Nadelendroster an seinem Unterboden weitermacht, ist es deutlich besser, wenn ich Stop-Motion-Sachen mache, weil da ist der Ton egal. Beim Nadelendroster versteht ja keiner mehr ein Wort. Und da muss ich immer auf irgendwelche Pausen warten, um dann was zu moderieren. Aber ich hoffe, ich kriege wieder ein gutes Video hin und ihr habt Spaß dran. Also bleibt dran. Christoph hat dann gesagt, heute Morgen hast du normalerweise Motorkontrollleuchte, geht immer aus, die das Auto hat, heute Morgen, weil er wusste, er kommt hierher. Ich bin den ganzen Tag angeblieben, bis hierher auf der Fahrt. Ja. Okay, okay. Ja, Christoph war auch so nett und hat dann in einem der letzten Videos kommentiert, dass er mein erstes Video angeschaut hat, wo ich sage, mit meinem Projekt bin ich in 6 Monaten fertig. Das war vor 13 Monaten. Gut, dass er dann nochmal den Finger in die Wunde gelegt hat, aber da seid ihr ja dran schuld, das zu machen. Du hast auch irgendwas gesagt, an was ich dich erinnere. Achso, kommst du mir vor wie so ein Mönch vom Zen-Buddhismus, die einfach irgendwelche sinnlosen Sachen machen müssen und nicht aufgeben. Okay, okay. Du kommst mir manchmal vor wie so ein Zen-Buddhist. Muss ich mir vielleicht das nächste Mal dann so einen orangene Kutte anziehen und vielleicht eine Tonsur frei machen? Ja, die Orangen sind andere. Ach, sind andere, auf okay. Auf jeden Fall Mönch, vielleicht eine Tonsur. Ja, ja. So. Genau. Da fällt mir ein guter Witz ein, aber den können wir hier nicht bringen. gut, dann würden wir vielleicht mal gucken, ob wir das finden, weil dieses Auto ist zwar schon uralt, aber da gab es auch sowas wie eine Fehleranzeige vorne drin, so eine Diagnosebox mit so verschiedenen Sachen im Steuergerät, das wird dann angezeigt. Das würden wir uns mal angucken. Ich finde es ganz spannend. Christoph hat es mal ausgedruckt und mitgebracht. Dann gucken wir uns das mal an. Dann würden wir mal anfangen, uns den Fehler anzuschauen und zu sehen, was wir vielleicht machen können. Und in dem Zusammenhang darf ich nochmal einen Dank an den Horst sagen, den Vorbesitzer, der mir auch dieses Ding organisiert hat. Ja. Ja, das ist sowieso, muss man sagen, wo er das Auto gekauft hat, bei dem, der hat mit so viel Herzblut diese Autos schraubt er und das Auto war extrem günstig. Ja. Wenn ich mir heute angucke, was die Leute verlangen für diese Sachen, ja, ist das wirklich extrem. Und was er sich auch noch jetzt drum kümmert, der will eigentlich wissen, wie so jemand, der kleine Hunde aufzieht, ja, der dann wissen will, wie geht es den Hunden dann nach einem Jahr oder zwei und so, so ist das ähnlich. Gibt wenig so Leute, die wirklich das so mit so viel Herzblut machen. Gut, dann gucken wir uns mal den Fehler an und schauen mal, was wir machen können. Ja, wir sehen hier die Motorkontrollleuchte, die bleibt auch an. Ist der Gang draußen? Jetzt ist er draußen. Ja, die bleibt an. Licht haben wir noch an. Nicht, dass die Batterie leer geht. Und das ist ja auch ein tolles Licht hier unten. Mit dem nicht angeschnallt sein. Ja, jetzt müssen wir einfach mal gucken, was die Motorkontrollleuchte bedeutet. Also wir machen die
Sekunde, wir machen die Kappe ab hier. Ich habe es zum Beispiel abgemacht. Ich nehme cool. So. Aha. Diese Kappe, so muss es abgemacht werden. Die schützt diese Dinger, wenn du jetzt mal hier reinguckst. Ah ja, okay. Moment, jetzt muss ich 5 Sekunden drücke ich jetzt hier drauf und dann gibt der einen Code ab. Ah, okay, okay. Das wollen wir mal gucken. Ja, drück mal drauf. Guck mal. 1, 2, 3, 4, 5. Noch ein Stück Euro und in die Verbindung. Wie schaut ihr hier? Was ist das hier? Das ist 3. 1, 2, 1, 2, 3. Also 2, 3, 1. 2, 3, 1 war der Code. Jetzt haben wir hier den Code. 2, 3, 1. Lambda-Sonde funktioniert nicht. Das ist ja super. Das ist super. Ja, da kann man ja von unten gucken, ob man irgendwie, ob der Stecker richtig dran ist. Mhm. Ja. Wollen wir es gerade nochmal machen, ob wir dasselbe liefern? Ja. 2, 3, 4, 5. Vielleicht von dieser Seite wieder das Netz. Nein, wo ist denn wieder Glück? Dann hast du alles diese Dings. Das ist 1-2-1. 1-2-1, das kommt dazu. Das Signal zum vom Luftmassenmesser. Oh, Scheiße. Okay, Soll ich das dann, auch schreiben oder merkst du, kannst du das? Dann gucken wir mal, der Luftmassenmesser, der müsste hier drin sitzen. Ja, der misst die Luftmasse, die hier rankommt. Kann das sein, dass der auch damit zusammenhängt, wenn der Wagen beim Anfahren so ein bisschen... Es kann schon sein, dass wenn die Luftmassenmesser kaputt sind oder wenn irgendwas kaputt ist an der Steuer, dass der kein richtiges Signal kriegt, dann laufen die unrund. 1, 2... Zwei, zwei, eins. Ja, geht jetzt hier in dem Vorführeffekt alle Fehler durch. Lambda-Sonde-Defekt 221. Das hatten wir eben. Funktioniert ja. Nicht und defekt. Das ist doch schon mal ein Hinweis. Ja. Das ist die Lambda-Sonde. Also was wir als erstes machen mussten, ist hier diese Plastikverkleidungen ab, damit wir hier drunter kommen. Du siehst hier die Träger hier unten. Da muss erstmal der ganze Flugrost runter. Das machst du mit dem Nadelendroster. Hier unten auch die Querlenker unten. Das muss alles mit dem Nadelentroster bearbeitet werden. Du hast zum Glück hier nicht viel unter Bodenschutz drauf. Ja, damit aber der ganze lockere Rost unten ist. Was haben wir hier vorne? Was ist das hier? Irgendein Überlauf. Aber da haben wir, wie gesagt, an so Stellen auch. Ja, dann hier auch. Da siehst du schon oben die Traggelenke. Die müssen irgendwann mal... auch gemacht werden, da sind die Gummis schon porös, wenn du nimmer, der TÜV wird das nicht mehr durchgehen lassen dann. Aber das ist jetzt nicht unsere Aufgabe. Wir haben hier unten, sieht das eigentlich alles ganz gut aus, der ist halt schön sauber, wenn du von hier innen nochmal guckst. Da muss man vorsichtig sein mit den Bremsleitungen. Ja, das muss man dann mit irgendeiner Bürste oder sowas machen, nicht dass mit dem Nadelentroster hier irgendwas kaputt gemacht wird. Okay, da ist ein bisschen feucht, das ist aber kein Problem. Da ist die Kupplung. Okay. Dann guckst du halt hier, wo so Stellen sind. Das muss gemacht werden. Wir haben hier drüben an den Nähten, wenn du hier mal guckst, hier an den Nähten sind so Sachen. Das muss alles weg. Mit dem Nadelentroster. Ansonsten, wie sieht es denn hier aus? Hier die Halterung von der Kardanwelle. Die muss sauber gemacht werden. Das sieht alles ganz gut aus. Da haben wir halt unter Bodenschutz, weiß man nicht, wie es drunter aussieht. Aber das müssen wir jetzt auch nicht wissen. Das ist ganz gut geschützt. Da machen wir nachher einfach Wachs drüber. So Stellen hier. Siehst du das? Mhm. Da, warte mal. Lass mich mal einen Schraubenzieher ölen. Lass ihn an, gell? Ja. Das sind halt so Sachen. Unter Bodenschutz ist halt das Schlechteste, was man machen kann. Weil das Wasser da drunter geht und bleibt schön hier drunter erhalten. Ein Loch haben wir hier wahrscheinlich noch nicht. Sind kurz davor. Da müssen wir halt mit dem Nadelentroster vorsichtig sein, dass du hier kein Loch reinhaust. Mhm. Ja, das muss man mit der Bürste machen oder sowas. Und dann vor dem nächsten TÜV irgendwie. Wie lange hat der TÜV? Mhm, ja, jetzt 2 Jahre. Also
bis Ende nächsten Jahres. Ja, okay. Dann, wie gesagt, da muss man jetzt kein Loch einschlagen. Mhm. Das hier muss sauber gemacht werden. Kardanwelle kann man vielleicht nachher mit Schleifpapier ein bisschen sauber machen. Ja. Hier hinten muss man mal gucken, das muss ein bisschen sauber gemacht werden mit der Bürste oder mit dem Fingerschleifer, den wir da haben. Das hier sauber machen. Da oben ist Nadelentroster. Nadelentroster. Da oben ist natürlich die brutalste Stelle. Ja, oder die gefährlichste bei dem Auto. Der Hauptträger, der hier ist. Da muss man gucken, wie man das schön sauber kriegt. Hier unten auch den Querträger. Hier die Hinterachse. Mit dem Nadelentroster, hier sieht man nochmal unten, siehst du das? Da muss noch viel abgemacht werden. Also überall, wo dieser Rost drauf ist, mhm. Das muss alles mit dem Nadelentroster runtergemacht werden. Mhm. Und wenn wir das unten haben, dann machen wir Rostumwandler drauf. Und sobald der trocken ist, Brando Corux und dann Wachs oder sowas. Ist das hier der Tank? Das ist der Tank, ja. Da müssen wir halt aufpassen, da mit dem Nadelentroster muss man halt auch gucken. Das ist halt unter Bodenschutz hier wieder, wie der Gerhard das sagt, das Allerschlimmste, was man machen kann am Auto. Genau, da muss das Zeug runter. Dann mit dem Nadelentroster damit irgendwas, dass wir das hier abkriegen. Wisst ihr das? Da komme ich ja nicht rein mit dem Nadelentroster. Nee, da kommst du schon hin, da oben. Ja. Und hinten Anhängerkupplung, ja, da kann man ein bisschen was machen. Ist das hier hinten die Schürze, die abnehmen? Ja, genau. Okay. Aber so sieht es insgesamt machbar aus. Gerhard hat schon schlimmere Autos auf der Bühne gehabt. Okay, hier sieht man, hier ist schon starker Rostbefall mit drauf. Das muss sauber angeschliffen werden. Hier auch, die Federbeine sehen gut aus. Genau. Das ist das Federbein, ne? Ja. Was man dann auch macht, sind die Räder runternehmen. Und dann kann man das hier innen drin schön sauber machen noch und nachher auch noch mit bearbeiten. Das muss dann die Bremstrommeln und die Bremsscheiben oder sowas, das muss dann abgeklebt werden. Hat hier Scheiben hinten, genau. Die müssen dann mit irgendwas geschützt werden, genauso der Auspuff, dass du dann nicht nachher Wachs drauf kriegst oder sowas. Okay, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Hat der Rathausschalen? Nee, hat er keine. Das ist noch ein richtiges Rathaus. Okay. Vorne auch nicht. Doch. Die musst du auch locker machen. Dahinter. Also die Dinger müssen raus. Die Rathausschale. Ja. Ah ja, das ist auch so Plastik. Genau. Das heißt, du lässt den erst noch ein Stück runter und machst die Räder ab, markierst die oder wo die waren und dann kannst du mit dem Entrosten anfangen. Klasse, danke. Ich werde sicher ab und zu dich fragen müssen, weil ich jetzt mich aufs Filmen konzentriert habe und nicht alles. Das gehen wir einzeln durch. Einfach draufhalten. Ja, aber Power. Ich dachte immer erstmal locker machen. Alle kannst du. Gleich und daneben in die Bühne. Da sind die. Oh, super. Gibt auch die Schalen hier an der Wand. Da hält es auch, weil die stark magnetisch sind. Gleich mal die Bremsen an. Das sieht auch noch gut aus alles. So, ich habe jetzt mal die Wanne rausgenommen und das sieht ziemlich gut aus. Also man sieht, hier ist schön, war wahrscheinlich, ist der mal in Österreich irgendwo am Inn im Urlaub gewesen. Und dann hat er hier ganz viel, sieht aus wie Seilfett, ja, gekriegt. Das sieht er sehr gut aus. Das heißt, da muss gar nichts gemacht werden. Also vielleicht nachher ein neuer Wachs drauf, aber hier. Kannst du mal reingucken, das sieht alles gut aus. Mhm. Das ist alles Seilfett, was da reingesprüht worden ist. Das da? Ja. Machen wir mal einen Holzknopf. Sehr gut.
ich das da, aber das ist jetzt alles kein Problem. Da oben haben wir am Blinker so ein bisschen, sieht man da, wo der Blinker rausgeht, so eine typische Stelle, wo Wasser dran hängt. Da muss man auch versuchen, ein bisschen frei zu machen und ein bisschen Rostumwandler drauf. Da oben drin, siehst du es? Ja. Und sag jetzt mal, ja. Ja, hier, wo der Dings ist, siehst du das genau. Ja. Aber das sieht schon mal gut aus. Also. So, ich will jetzt mal die Schiebetür ausprobieren, um zu sehen, wo die später unten ansetzt. Die Schiebetür setzt die Schiebetür ja unten mit dem Träger an. Wenn die zugeworfen wird, müsste die ja eigentlich hier eine Fläche haben. So, ich habe ja überlegt, wie ich die Schiebetür, jetzt muss ich euch noch mal wegstellen, weil die Kamera natürlich so, wie die Schiebetür dorthin passen kann, damit hier der Übergang stimmt. Das sieht so schon mal ganz gut aus. Ich habe jetzt nur gedacht, was haben wir für ein Problem? Das sieht super aus, aber hier unten der Knick, hier die Rundung ist viel, viel weiter. Aber die Schiebetür geht ja nicht so weit runter, sondern wir haben ja hier unten dann auch noch unseren Seitenschweller dran. Und der hat die Rundung nachher. Der muss nämlich genau, da ist ja der Gummi. Das sieht gar nicht mal so übel aus. Diese untere Rundung, die wird uns jetzt nicht weggenommen von dem, also die ist keine Schiebetür, sondern die Schiebetür setzt erst hier an diesem Strich an. Was den Vorteil hat, dass wir jetzt sehen, ob der hier stimmt. Und da sieht es richtig gut aus. Er hat jetzt hier sehr schön, die Anhängerkupplung ist schön schon mit Rostumwandler bearbeitet. Den Auspuff lassen wir, wie wir hier unten sehen, hat der Tank hier an der Falz natürlich ziemlich viel Rost. Auch von oben drüber kann man das merken. Da ist vielleicht die Idee, dass wir den mal abmachen oder austauschen vielleicht sogar. Mal gucken, was so ein Ding neu kostet. Hier sehen wir die Hinterachse, hat er jetzt sehr schön entnadelt mit dem Nadelentroster. Hier die unteren Träger sehen schon gut aus. Da noch Rostumwandler drauf, dann sind wir schon mal so weit. Also das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich glaube, wenn wir jetzt so hier die hintere Hälfte erstmal so ein bisschen vorbereitet haben, dann ist es schon viel wert. Du bist ja nächste Woche nicht da. Slowenien. Mit dem schönen Volvo. Okay, mit dem schönen Volvo. Und da wird es ja auch noch keinen Regen oder Schnee geben, glaube ich mal. Und dann, ja, das sieht doch schon mal alles ganz gut aus. Danke dir für dein Lob. Das ehrt mich. Bitte. Ich spiele ja jetzt mal den Hannes und kann mal immer sagen, da ist noch was und das gefällt mir nicht. Ich habe jetzt von der Karosseriedichtmasse Sikaflex ein haftstarker Dichtstoff Sikaflex 221, verlinke ich auch unten mal in der Beschreibung. Habe jetzt die ganzen Teile hier ausgespritzt, aber ich dachte eigentlich, dass so eine Packung reicht, aber da ist nicht so viel drin in den Teilen. Ich habe jetzt 3 Stück irgendwie gebraucht und habe aber jetzt an den wichtigen Stellen die Sachen drin. Dann muss ich jetzt was nachbestellen noch, dass ich später die Stellen noch machen kann, die hier mit den Keilen versehen sind. Ja, das soll ja der Ersatz für die Keile sozusagen sein. Ist aber ganz gut geworden, habt ihr jetzt glatt gestrichen, lässt sich eigentlich ziemlich gut verarbeiten. Ja, jetzt lassen wir das Ganze erstmal ein bisschen trocknen. So, jetzt machen wir nochmal eine kleine Bestandsaufnahme. Wir haben jetzt hier die Kunststoffsachen abgemacht auf
Anraten von Hannes. Der hat gesagt, darunter würde man eventuell noch Dinge finden, die nicht so gut aussehen. Und was soll ich sagen, er hat wie immer recht. Genau. Also, ja, vielleicht kommst du nochmal her, Hannes, dann kannst du uns nochmal sagen, was du eigentlich gemeint hast, was hier nicht in Ordnung wäre. Also wir haben ja vorher gesehen, dass der Wagen von der Grundsubstanz her für einen Volvo in dem Alter noch gut aussieht. Aber jetzt kommen die doch ein paar Sachen, die... Die Sache ist ganz klar, der ganze Vorderachskörper ist veraltet, verrostet. Ganz wichtig, alle Fahrwerksgummis sind durch. Alle. Hier die unteren. Stabi. Ja, oh ja, das ist alles sehr spröde. Total rissig. Auch Getriebelager, das hintere, ist durch. Das heißt, die ganze Achse muss raus, muss überholt werden, optisch, technisch, frosttechnisch. Hier oberhalb der Schraubpunkte zwischen Längsträger und Vorderachskörper, da ist es rostig ansatzweise auf beiden Seiten. Da, wo der Stabi angeschraubt wird, hier drüben sieht man das sehr schön. Der ganze Träger hier ansatzweise rostig, nichts Schlimmes, aber sollte man jetzt machen. Ja. Und dann ist auch hier der Querträger vor dem Motor ist angegammelt, ja, weil da ja nie was gemacht wurde. Alles harmlos, aber sollte man bald machen. Ja, das heißt aber, die Vorderachse muss raus. Genau. Motor muss abgestützt werden von oben, Vorderachskörper raus, alles raus, entrosten, lackieren, neue Querlenker, neue Stabi-Gummis. Mensch, hätte ich das noch gut. So. Einmal pflegen. Na, wie gesagt, hier sieht man auch die Gummis vom Getriebehalter. Der Getriebehalter selbst, der ist total weich und bläh. Okay. Sowas gehört getauscht. So. Ansonsten ist aber echt gut. Ein Loch haben wir noch gefunden jetzt. Ja, hatte ich auch hier, schon hier angekündigt. Drin, genau. Muss man von oben auf jeden Fall auch rein. Ja. Von oben entrosten, weil dann fliegt einem der Rest noch um die Ohren. Man sieht halt, der hat keinen so guten Pflegezustand, der Wagen. Auch die Hinterachsgummis sind alle tot. Stoßdämpfergummis. Muss man halt alles mal stückweise machen. Ja. Der hat halt nie einen Unterbodenschutz, einen guten bekommen. Ja, einmal ab Werk wahrscheinlich. Ja, Bitum. Und hier hat er sich irgendwie mit dem Gummi wahrscheinlich gerieben auf beiden Seiten. Ja, Eisstrahlen wäre ganz angebracht, finde ich, um halt diese ganzen Dichtmassen, Bitumen und Gammel zu entfernen. Erst dann sieht man was. Und ganz klar ist, der Tank muss bald raus, weil der ist sehr, sehr rostig. Und wer weiß, wie es oben drüber aussieht. Ja, auf den ersten Blick aber, ja, da oben auch, am Einfüllstutzen, am Tankgeber, der sollte relativ bald mal rausgeholt werden, weil er einfach komplett gammelig ist. Und wenn er unten gammelig ist, ist er oben erst recht gammelig. Hier drückt er sogar, hier ist er, oder ist es nur Bitum, sich gelöst hat. Kann sein, dass der Tank bald durch ist hier. Ja, nichts Schlimmes, verschweißt ist er innen, aber hier gammelt er durch. Also, ne? Dann ganz klassisch sind die hinteren Aufnahmen, hinteren Kotflügel. Da sammelt sich immer schön Feuchtigkeit. Die dichten hier noch richtig Sand drin. Das ist alles noch Sand und Matsch. So, die üblichen Stellen. Okay, und dann hast du noch was gesagt mit dem Abschlussblech. Das er da. Wenn man hier von unten reinguckt, sieht man das. Das ist noch harmlos. Okay. Da ist er durchgerostet. Da ist er durchgerostet. Also durchgerostet. Ah ja. Das ist typisch bei den Volvos, aber auch bei anderen Kombis und sowas ist das so. Also doch nicht heute Mittag fertig. Ja, Heckklappe auch noch. Ja. Insgesamt gut, aber man muss jetzt was machen. Ja. Dann sind wir doch genau richtig. Da sind wir doch genau richtig. Ja, in diesem Zeitpunkt. So, ihr seht hier die angefressene D-Säule. Die werde ich jetzt hier unten auftrennen. Hier. Werde hier die Löcher bohren, die Schweißpunkte aufbohren, dass wir das Ding abnehmen können. Und dann versuche ich das Ding zu reproduzieren. Entweder mit altem Bestand oder neu machen. Muss man mal sehen, wie das hinhaut, weil die ist ziemlich fertig. Die ist ziemlich mürbe hier oben.
mit allem. Mal gucken. So, das ist die rausgetrennte D-Säule oder beziehungsweise der obere Teil. Der sieht hier eigentlich noch ganz gut aus, ist also hier rettbar und den werde ich jetzt erstmal sauber machen und diese Kante ist hier abgebrochen. Die wird dann ergänzt. Ich würde es dann einfach bis in die Mitte reinschneiden und dieses Teil dann aufsetzen. Jetzt machen wir es erstmal ein bisschen sauber. Ja, also, heute haben wir nichts geschafft. irgendwie habe ich heute nicht viel gemacht. Ich habe ja die Tür da ausgestopft, habt ihr gesehen. Dann habe ich dieses Blech heute angefangen. Das ist das alte Stück von der D-Säule. Und habe dann hier ein Stück angesetzt, wo es weggerostet war. Muss dann beim nächsten Mal noch dieses L-Stück dranhängen, damit wir dort nachher ein neues Blech für den oberen Teil der D-Säule haben. Ja, ist ganz gut gelungen soweit, muss dann innen nochmal drüber schweißen. Aber ist jetzt noch kein Blech, wie es der Fitzi machen würde, aber ich bin auf dem besten Weg dahin. Ja, dann seht ihr ja heute an dem Auto, habe ich den ganzen Tag mit dem Nadelentroster gearbeitet und das Auto jetzt von unten sauber gemacht, während der Christoph Kaffee getrunken hat hier bei uns. Jetzt macht er, weil er so ein schlechtes Gewissen hat, kehrt er hier ein bisschen. genau. Nein, das hat der Christoph alles alleine gemacht. Und der Hammer ist, der Christoph hat zum ersten Mal in seinem Leben, das jetzt ja schon ein paar Tage geht, eine Lambda-Sonde getauscht an seinem Auto. Ja, das ist super cool. Also er weiß, wie die Lambda-Sonde aussieht, wie sie rausgeht, reingeht, wo die Kabel verlegt werden, wie der Stromdieb angeschlossen wird, was er hoffentlich nicht vergessen hat. Ja, und wir haben halt, wie ihr gesehen habt, ein paar Stellen noch gefunden, die dann im Laufe der nächsten Monate nochmal gemacht werden müssen, so wie die Vorderachse, die ja nicht so toll aussieht, so ein paar Löcher, die unten drunter sind, aber insgesamt ist er in einem guten Zustand. Ja, und dann, ja, Christoph, komm ruhig mal ins Bild, du bist ja auch Akteur gewesen heute. Ich habe ja jetzt noch den Teil von dem anderen Video dazu geschnitten, wo wir das vor 2 oder 3 Wochen gemacht haben, wo wir angefangen haben. Christoph hat viel Spaß jetzt dran an dem Auto. Ich war in Slowenien damit, 2240 Kilometer mit meinem Sohnemann durch Slowenien. Sofort eine, wie sagt man, eine Panne, aber dann eine neue Lichtmaschine war nötig. Ja. Es war ein Original-Volvo-Teil noch, die war auch schon 28 Jahre alt. Also ist so. So ist es halt, wenn man ein altes Auto fährt. Aber es ist auch so, wenn ihr ein neues Auto fahrt, seid ihr auch vor dem Dings nicht geschützt oder dass euch sowas passieren kann. Und super Werkstatt, die Werkstatt Heinzmann in Schleiz hat uns die eingebaut, die waren total nett. Mein Sohn hat gleich sich mit dem Hund angefreundet. Es war echt super, super Erlebnis auch im Rahmen der Reise. Und wir konnten dann weiterfahren. Lernt man viele Leute kennen, wenn man Oldtimer fährt und sowas. Also nicht nur über das Internet, sondern auch live, ja, die einen dann abschleppen und sowas. Ja, also alles cool. Ja, also wie gesagt, heute habe ich nicht so viel gemacht, ist aber auch mal ganz gut und war jetzt auch kein Stop-Motion dabei heute. Ja,
Das hat leider die Arbeiten haben dazu nicht gereicht. Aber ich will euch auch nicht zu sehr verwöhnen damit. Beim nächsten Mal findet das dann wieder statt, wenn hoffentlich die Tür dann gespachtelt wird. Oder eigentlich können wir die Tür, so wie sie ist, dann schon mal einsetzen und gucken, wie sie passt und vielleicht die anderen Bleche schon mal ansetzen. Also bleibt spannend und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt mir gesund und ach ja, wie gesagt, tragt nochmal unten in die Kommentare eure Fragen an den Hannes rein ein, was ihr wissen wollt zu Karosseriebau und sowas. Dann machen wir so eine kleine Fragestunde. Natürlich auch Fragen zu mir oder zum Christoph. Ja, kriegt er alles beantwortet. Über Lambda-Sonnen einbauen, der Spezialist. Ja, müssen wir jetzt irgendwie ein T-Shirt drucken. Ja, genau. Also, dann macht's gut. Ja, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.